Wir haben uns auf große Reise gemacht. Wir sind nämlich bei den Chinesen gelandet, genauer gesagt bei ZTE. ZTE hat nämlich hier auf dem Mobile World Congress das Grand Memo vorgestellt, das eigentlich kein Smartphone ist, sondern eher eine Mischung aus Smartphone und Tablet, genau wie es das Samsung Galaxy Note 2 auch ist. Wo wir gerade schon beim Galaxy Note 2 sind, es sieht nämlich so ähnlich aus wie dieses ZTE Memo hier. Nicht nur von der Größe, fast identisch, das ist noch ein Stück größer, auch von der Rückseite mit diesem gebürsteten, dieser Ansicht von einem gebürsteten Aluminium Rückseite, die allerdings nur aus Kunststoff besteht. Und über Android legt noch ZTE die eigene Nutzeroberfläche, die wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen werden. Das ZTE Grand Memo besitzt ein 5,7 Zoll großes TFT-Display, das in HD auflöst, sprich 720p, was meiner Meinung nach ein Stück höher sein könnte, nämlich Full HD, so wie das die Konkurrenz mittlerweile auch macht. Angetrieben wird das Gerät von einem 1,7 GHz getakteten Quad-Core-Prozessor, der eigentlich ganz gut arbeitet. Das Gerät funktioniert sehr schnell, auch das System arbeitet einwandfrei. Nun möchte ich ein bisschen auf die Nutzeroberfläche eingehen, die jetzt ZTE einsetzt. Das Ganze sehen wir nämlich schon auch auf dem Lockscreen. Wir müssen zunächst lange drücken, um das Gerät zu entsperren. Machen wir das Gleiche noch einmal. Statt zu drücken, wischen wir nur nach oben. Und schon öffnen wir kleine Shortcuts, das heißt, wir können das Gerät entsperren, wir können telefonieren sofort oder auch SMS schreiben. Drücken wir wieder lange, entsperren wir das Gerät, um Seiten zu wechseln, beziehungsweise durch das Menü zu scrollen, drücken wir einfach nach rechts und nach links. Das funktioniert alles über so eine kleine 3D-Animation, wie das HTC damals auch gemacht hat, verbraucht wahrscheinlich unheimlich viel Akku. Wenn wir das App-Menü öffnen, sehen wir auch eine kleine Zauberwürfel-Animation, die mir ein Tick zu much ist. Ansonsten sehen wir noch, dass auch diesen Wallpaper hier im Hintergrund, ein 3D-Mushroom-Wallpaper, das heißt lange drücken, Wallpaper auswählen, Knife-Wallpapers, 3D-Mushroom-Wallpaper. Das Ganze ist eigentlich ganz schick gemacht, wie wir jetzt hier sehen können, dieser kleinen Demonstration, auswählen und das Ganze läuft im Hintergrund. Zu erwähnen ist auch noch der 3200 mAh Akku, der natürlich perfekt in diese Größe hier eingebaut werden kann, sollte demnach auch schon ganz gut lange halten. Sie surfen darüber hinaus mit LTE im Internet, dem zurzeit schnellsten Mobilfunkstandard. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist die 13-Megapixel-Kamera hier auf der Rückseite, die wir uns jetzt auch nochmal anschauen werden. So, wir starten jetzt einmal die Kamera. Hier lösen Sie natürlich aus, das ist wie gewohnt, wie bei jedem Smartphone auch. Hier können Sie zum Beispiel den Burst-Mode auswählen, das heißt, bei der Kamera werden insgesamt 5 Fotos geschossen. Das heißt, Sie können sich einfach das Beste daraus auswählen. Wenn es eins nicht gepasst hat, wählen Sie einfach das nächste Foto aus, was Sie hier machen können. Darüber hinaus bietet das Kameramenü auch noch einen HDR-Modus, einen Panorama-Modus und noch einen Selbstauslöser. Das ZTE Grand Memo wird in Q2 auch in Europa erhältlich sein, sprich auch in Deutschland. Zur UVP sagt ZTE bislang noch nichts. Wir schätzen aber, dass das Gerät so zwischen 500 und 600 Euro kosten wird, denn da ist auch ungefähr die Konkurrenz angesiedelt, die ähnliche Ausstattung bietet. Ich finde das Gerät an sich ganz cool, also auch von der Ausstattung her. Allerdings ist mir die Software ein bisschen zu verspielt. Also die ganzen Animationen, das ist mir alles ein bisschen too much. Ansonsten ein schickes Gerät und wird sich eventuell durchsetzen.